Am Fuß der Seine erhebt er sich, der Eiffelturm. Mit 324 Metern ist die sogenannte Eiserne Dame das höchste Gebäude der Stadt und beliebter Aussichtspunkt. Drei Plattformen gilt es zu entdecken. Wer sich der sportlichen Herausforderung stellen will, nimmt die Treppen bis zur zweiten Plattform. Bis ganz nach oben sind es 1665 Stufen. Es geht aber auch viel bequemer mit dem Aufzug. Dort wartet oft Karim Scheibi. Seit 15 Jahren arbeitet er im Eiffelturm. Er bedient den Aufzug und informiert die Besucher in allen nur erdenklichen Sprachen. Adios, todos, por favor. Güle, güle. Für ihn könnte es keinen schöneren Arbeitsplatz geben. Bei diesem Ausblick kann man dem Alltag entfliehen. Man sieht die Stadt auf eine architektonische, sehr interessante Weise. Und irgendwie ist man auch ein wenig Tourist und hat wirklich so ein Urlaubsgefühl. Halt auf der ersten Plattform in knapp 60 Metern Höhe. Besucher zieht es hier vor allem auf das Sonnendeck und in die Ausstellung, die einmal rundherum führt und die Geschichte des Eiffelturms erzählt. Nicht immer war das Bauwerk so beliebt wie heute. Als der Ingenieur und Namensgeber Gustave Eiffel den Turm zur Weltausstellung 1889 bauen ließ, galt dieser unter Künstlern und Intellektuellen als Schandfleck. Als eine wirklich tragische Straßenlaterne bezeichnete ihn der Schriftsteller Léon Blois. Ein Seitenhieb auf die industrielle Bauweise, die als Kontrast zur historischen Schönheit der Stadt empfunden wurde. Ursprünglich sollte der Turm nach 20 Jahren wieder abgerissen werden. Warum er heute noch steht, weiß Architekt Bertrand Lemoine. Gustave Eiffel kam irgendwann darauf, dass man die Höhe des Turms für eine Radioantenne nutzen könnte. Die französische Armee war daran interessiert und man hat begonnen, Experimente zu machen und zu funken. Das hat den Turm strategisch wichtig gemacht und deswegen hat man ihn erhalten. Beeindruckende Aussichten gibt es fast überall auf dem Eiffelturm, besonders auf der zweiten und dritten Etage. Von hier aus lassen sich auch viele andere Sehenswürdigkeiten entdecken, zum Beispiel der Louvre oder der Invalidendom. Der Ausblick ändert sich ständig, er ist niemals gleich. Was wirklich beeindruckend ist, ist der Himmel im Zusammenspiel mit dem Turm. Man ist hier inmitten der Elemente, dem Wind, dem Regen, der Sonne. Man ist eben nicht in Paris, sondern über Paris, zwischen Himmel und Erde. Was macht den Eiffelturm zum meistbesuchten Wahrzeichen der Welt, für das Eintritt verlangt wird, bis zu 17 Euro? Jeden Tag kommen 20.000 bis 30.000 Besucher. Das ist etwas Unglaubliches, eine einmalige Erfahrung. Ich komme aus Mexiko und bin wirklich beeindruckt. Er ist wunderschön. Ich finde es interessant, dass der Eiffelturm viel moderner ist als der Rest von Paris. Es ist spannend, wie er sich in die Stadt mit den älteren Gebäuden einfügt. Jeder kann hierher kommen und glücklich sein, sich mit dem Besuch einen Traum verwirklichen und sich einfach gut fühlen. Was hier auf keinen Fall fehlen darf, ist natürlich ein Erinnerungsfoto. Auch Euromax-Zuschauer haben ihre liebsten Eiffelturmbilder geschickt. Der Turm ist so berühmt, dass die Menschen eigens herkommen, um davor fotografiert zu werden, um zu sagen, ich war hier, ich war am Eiffelturm. Er ist nicht nur ein Wahrzeichen, er ist ein Symbol für das Lebensgefühl von Paris. Ein Highlight gibt es für Nachtschwärmer. Sobald es dunkel wird, leuchtet und glitzert der Eiffelturm zur vollen Stunde für 5 Minuten. Dann erstrahlt Frankreichs Wahrzeichen in vollem Glanz.